Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Wir spielen immer noch The Witcher Enhanced Edition, sind bei Folge 61 angelangt, haben im letzten Part hier einen armen, wo ist er auch immer hin, so einen armen Händler die Nase zerbeult, um an Rittersporns Lauter heranzukommen, die sich nämlich in dem Haus dieses Kaufmanns befindet. Der hat nämlich seiner Tochter das laute Spielen beigebracht. Naja, und der war darüber nicht sonderlich erfreut. So, jetzt gucken wir gerade mal, hier ist noch eine Fackel drin. Kaufmann hat leider nichts Wertvolles hier rumliegen. Kann auch nicht mal ordentlich was looten. Langweilig. Na gut, dann gehen wir mal hoch und holen uns mal die Laute. Hoffentlich müssen wir nicht auch noch das Mädel verprügeln. Oh, da kommt sie auch gleich wieder angefahren. Sup, so witzig. Guten Tag. Wer seid ihr? Geralt von Riva, Hexer. Ich entschuldige mich für die Störung. Schon gut. Ich langweile mich schrecklich. Seit Papa den Troubadour Rittersporn hier erwischt hat, lässt er niemanden mehr zu mir. Man muss ihm nur das Gesicht zerkneten. Darum bin ich hier. Warum kommt er nicht selbst? Ist vielleicht ganz gut so. Ihr seht ebenfalls vielversprechend aus. Ich bin wegen der Laute hier. Dachte ich mir. Er singt mir keine Liebeslieder mehr unter dem Fenster, seit Vater uns erwischt hat. Ich hoffe doch, ihr habt Papa nicht wehgetan. Ach, nee, dem geht's gut. Dem geht es gut. Warum sollte ich die Laute hergeben? Schließlich wird Rittersporn mich nicht mehr besuchen kommen. So ist er eben. Wenn ich sie euch gebe, bringt er einem anderen Opfer seine Ständchen. Wenn ihr die Laute herausgebt, beweist das, dass er euch nichts bedeutet, dass ihr ihm den Laufpass gebt. Ihr würdet beweisen, dass euer Charakter die Schönheit eurer Seele noch heller strahlt als eure rosigen Wangen. Wenn ihr die Laute herausgebt, beweist das, dass er euch nichts bedeutet. Ihr habt ihm den Laufpass gegeben. Ja, er lag mir zu Füßen. Er machte mir einen Antrag, doch ich lehnte ab. Kann ich jetzt die Laute nehmen? Moment noch. Was springt für euch dabei raus? Warum helft ihr ihm? Er ist mein Freund. Ein Freund? Kommt näher. Keine Angst, ich beiße nicht. Ich habe gehört, die Berührung eines Hexers sei etwas Besonderes. Sie verursacht ein leichtes Kribbeln. Ich zeige es euch, aber klar. Sie verursacht ein leichtes Kribbeln. Oh Gott, ey. Ich zeige es euch. Also in letzter Zeit haben wir aber sehr viel Vergnügen. Was man nicht alles für Rittersporn macht, ey. So, hast du mir jetzt die Laute gegeben? Und dann muss ich mir die noch holen. Ich sollte, lassen wir mal nach Laute suchen, alles klar. Hier ist sie nicht, aber Alkohol, das ist auch schon mal gut. Dann ist hier noch, da ist sie bestimmt drin. Laute, zack. Und Alkohol. Kann man das als Grundstoff benutzen? Der im Hals brennt. Grundstoffe, Tränke, na siehst du, dann kriegst du von mir noch irgendwas Sinnloses dahingelegt. Hier, nimm so ein Schinkenbrot. Kannst du haben. Sonst noch irgendwas? Nö. Gut, dann gehen wir mal direkt zurück zu Rittersporn und bringen ihm seine Laute. Damit der gute Mann auch aufspielen kann. Oh, ich hab vergessen, mein Timerchen zu stellen. Das ist schlecht. Würde ich mal sagen, 3 Minuten sind bestimmt schon rum. So. Ach, stell dich mal nicht so an. Rittersporn, wo bist du? Ich muss mal den Quest aktivieren. Lock, 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 lock. Blauauge, nein. Argul, das verlorene Lamm, das Spieler macht. Nee, 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 nee. Schön und das Biest auch nicht. Geist des Hexers. Nachtigall verspätet sich. Persönlichkeit. Vielleicht hilft man ihm. Nee. Rittersporns Laute. Quest verfolgen. Alles klar. So. Gehen wir mal wieder in die Kneipe.
Da war ja gar nicht so weit. Düdü. Zack. Oh, hier ist ein Hündchen. Noch gut. Düdü. Das ist hygienisch. Besser als jeder Staubsauger. So. Rädersporn, hier. Geralt. Wo guckst du hin, Mann? Hier. Hier ist eure Laute. Großartig. Ich schulde euch was, aber jetzt muss ich mich vorbereiten. Wann ist eure Vorstellung? Nach 8 Uhr abends. Kommt, wenn ihr wollt. Wenn ich kann. Nach 8 Uhr abends. Ich bin im neuen Rädersporn-Konzert um 8 Uhr eingeladen. Tolle Idee. Wie spät haben wir es denn? Oh, 8. Was für ein Zufall. Dann gehen wir einmal raus und wieder rein. Dann dürfte das Konzert auch schon sein. Ich bin ein bisschen gespannt. Und was, wenn, also wenn das so eine musikalische Leistung werden wie bei der Party von Shani, wird es furchtbar. Aber das wird sich herausstellen. So, es ist jetzt 20 Uhr. Perfekt. Na, nach 8. Warten wir noch kurz. Wir haben ja noch einen anderen Quest eigentlich. Die Minute schon rum? Ne. Ich weiß nicht, wann es aufhört. Niemand soll sagen, ich gebe mich mit Hexern ab. Ja, ja, ja. Gibt es sonst noch irgendwas? Was sind das eigentlich? Hier sind Händler. Schmied. Schnapsverkäufer. Alchemist. Serikanischer Händler. Schwertschmied. Waffenhändler. Waffenhändler. Buchhändler. Wem von den Dödeln kann ich denn Schmuck verkaufen? Wir gehen mal gerade gucken, ob man irgendwem von den Heinis da Schmuck verkaufen kann. Damit wir den Kram mal loswerden. Sonst wüsste ich auch nicht. Keine Ahnung. Noch keinen gefunden, dem man den Kram auch verkaufen kann. So, schauen wir mal. Ist hier denn noch jemand? Ich glaube, die haben alle eingepackt. Es regnet, schon kein Bock. Oh, es ist zu nah. Na super. Ach Gott, wie spät? Haben wir schon 21 Uhr? Nö. 20 Uhr 1 meine ich natürlich. Hier ist noch eine Bank. Tür zur Bank. Na, nix wie hin. Gehen wir da mal rein. Gucken wir mal, was hier abgeht. Das ist die Bank von Vivaldi. Den kennen wir ja auch noch. Wo? Aus dem zweiten Akt. Wir haben ihn aus dem Gefängnis rausgeholt, wenn ihr euch noch erinnert. Ja. Was ist denn hier los? Wie langweilig. Oh, man darf hier irgendwie... Ah, doch, hier. Nee, ich darf hier nicht durch. Ich fühle mich stark. Wir wollen keinen Ärger. Wir wollen keinen Ärger. Ja, ich will auch keinen Ärger. Gut, tauche ich wieder ab. Wie war die Spunk ist irgendwie noch besetzt. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Machen wir erstmal den Quest hier mit der Vampirin. Gucken wir mal, was da los ist. Quests. Blauauge. Ich muss herausfinden, ob jemand im Bordell Gedankenkontrolle auf das Mädchen auswirkt. Gucken wir mal, wie wir das am besten machen. Wahrscheinlich so, wie Gera das immer macht. Mit Gewalt. So. Back in the Bordell. Oh, hübsch. Es regnet auch mal wieder, wie immer. Kann ich hier looten, ne? Oh ja. Dü. Kann man eigentlich in diese ganzen Türchen rein? Nein. Alles nur Show. Dü. Was war das? Das sah schon so aus, als hätte man da reingekommen. Ist das das Haus von Dingens? Ich glaube, das ist unser Haus, wenn ich mich recht entsinne. Oh, da ist es. Licht ruft. Haus von schlechtem Ruf. Gucken wir mal. Reden wir erstmal mit dir. Ja. Was für eine interessante Narbe ihr da am Hals habt. Gefällt sie euch? Sie verleiht euch Charakter. Betörend. Ich kann euch noch mehr zeigen. Ja, was denn? Nichts für ungut. Gebt auf euch Acht. Noch was? Ja. Ich glaube, euer Bruder sucht nach euch. Was? Nein, ich habe keine Familie. Seid ihr da sicher? Vollkommen. Dies ist mein Zuhause, meine Schwestern der Nacht. Dann muss hier ein Irrtum vorliegen. Ja. Tschüss. Nichts für ungut. Gebt auf euch Acht.
So wird das erstmal noch nichts. Mal sehen, ob die irgendwas labern. Wir bedienen nur die Oberschicht, Süßer. Ihr würdet verstehen, warum ich hier bin, wenn ihr meine Frau kennen würdet. Ja, oh gut, das kann sein. Ist die Wache noch hier? Lässt du mich durch? Wir haben geschlossen. Die Herrin der Nacht empfängt nicht jeden. Ich habe etwas für eure Herrin. Ich habe etwas für eure Herrin. Ihr habt was, sagt ihr? Dann besucht ein Bordell und macht was damit. Verschwindet! Ich dachte, das hier sei ein Bordell. Das ist das Haus der Nacht. Das beste Bordell in Temerien. Nichts für Vagabunden in zerrissener Lederkluft. Ich habe Gold. Mich bestecht ihr nicht. Das habe ich auch nicht vor. Ah, cool. Ich darf boxen. Das ist am besten. Das kostet nicht so viel. Ah, los, hau rauf. Zack, ihr in die Klöten. Ah. Zack, ins Gesicht. Oh, nochmal die Klöten. Oh Gott. So. Erinnert mich ein bisschen an Fettfried. So. Geht's weiter? Nein? Geralt? Geralt, mach irgendwas. Oh ja, doch. Es hat ein bisschen gedauert. Ich will verdammt sein. Tretet ein. Ja, dein Gesicht oder was? Dann wollen wir mal gucken, was uns da erwartet. Ja. Herrin der Nacht. Schwester der Gnade und noch eine Schwester der Gnade. Na mal moin. Ich arbeite zu viel. Ich arbeite sehr schwer für mein Geld. Wie unhöflich. Sieht aus wie Carmen. Geladen hereinzuplatzen. Ich bin geschäftlich hier. Und dann antwortet er nicht einmal. Der Geralt von Riva, den ich kenne, war ein höflicher Hexer. Verzeiht, aber ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich weiß, Hexer. Ich verfolge eure Taten schon geraume Zeit. Woher dieses Interesse? Mein Liebster, den ich nie vergessen habe, nannte euch seinen Freund. Er starb, als er euch gegen einen mächtigen Feind beistand, vor langer Zeit. Was führt euch hierher? Ich würde gerne eine Nacht mit dieser Schönheit verbringen. Ihr habt von alten Zeiten gesprochen. Erstmal ein bisschen Background Knowledge. Könnt ihr mir von eurem Mann erzählen? Er war kein Mensch. Dennoch wart ihr sein Freund. Regis schaute gern zu tief ins Glas. Daher trennten wir uns. Seine Sucht brachte ihn fast um. Wütende Bauern haben ihn angegriffen. Nachdem er sich erholt hatte, führte er ein einsames Leben, bis er euch begegnete. Leider erinnere ich mich an nichts. Grämt euch nicht. Mich tröstet, dass er Freunde hatte, als er starb. Echte Freunde. In diesem Gebäude haust ein Vampir. Die Male am Hals eines der Mädchen. Ich kenne etliche gewöhnliche Tiere, die solche Bisswunden hinterlassen. Des Mädchens Bruder glaubt, es würde niemals freiwillig in einem Bordell arbeiten. Er glaubt, es muss verzaubert sein. Und ihr glaubt das? Seid nicht naiv. Das Mädchen lebt hier wie eine Prinzessin. Sie trägt die feinste Seide. Freier verkaufen ihre Häuser, um nur eine Nacht mit ihr zu verbringen. 500 Euro, sag mal. Sie hat Diener und genießt einen Komfort, von dem ihr nicht mal träumen könnt. Ihr Bruder wollte sie einem alten Trottel zur Frau geben. Mit Hämorrhoiden größer als... Lassen wir das. Sie allerdings wollte lieber eine Prinzessin der Nacht sein. Eine ewig verbotene, unendlich süße Frucht. Vysimas Traum. Was redet ihr da? Spürte es, als ich hier Blut trank. Was schaut ihr so? Ja, ich bin der Vampir, der dieses Haus heimsucht. Und doch töte ich niemals. Blut belebt mich, wie Alkohol die Menschen. Wie dem auch sei, ich habe noch keiner Seele etwas zuleide getan. Das ist Unsinn. Wir, meine Töchter und ich, trinken das Blut unserer Freier. Aber wir töten niemals. Sie geben Blut als Bezahlung für unsere Dienste. So hat jeder was davon. Und das Mädchen mit den blauen Augen? Das Mädchen rief mich. In seinen Fantasien. Es sehnte sich nach Freiheit und ewiger Schönheit. Wir sind keine Ungeheuer. Wie wär's mit einem Geschäft? Eine Nacht mit meinen Töchtern im Austausch für Frieden. Dafür, dass ihr die ganze Sache vergesst. Und wenn ich nicht zustimme? Wird jemand sterben. Ihr, ich, das Mädchen mit den blauen Augen. Wäre es richtig, den Tod zu wählen, selbst den eines Vampirs?
Das ist jetzt die Frage. Bringen wir sie um oder wählen wir mal lieber den friedlichen Weg? Ja, gut, sie haben ja eigentlich... Ach, ich weiß es nicht. Das ist jetzt natürlich mal wieder schwierig. Ich glaube, wir nehmen mal den Weg des Friedens. Ihr habt gewonnen. Ich wähle Frieden. Kommt, meine Töchter. Es ist an der Zeit, dem Hexer den Ursprung all der Legenden über das Haus der Nacht zu zeigen. Oha. Na gut, dann hat er ja wenigstens auch was davon gehabt, der gute Geralt. Na gut, wenn man drauf steht, ne? Ich sag ja, Geralt ist da nicht so wählerisch. Oh, das klingt ungut. Als oh, jetzt kommt der Ritter und ist nicht glücklich. Verräter. Ich wusste, es ist falsch, einem Hexer zu vertrauen. Moment. Warum diese Einmischung? Ich ließ euch beschatten. Ihr habt gemeinsame Sache mit einer Vampirin gemacht. Das kann man so jetzt nicht sagen. Mit ihr sterben. Ach, scheiße. Macht jetzt keine Dummheit. Hier muss niemand sterben. Die Dummheit habt ihr begangen. Jetzt bekommt ihr eure Strafe. Haltet ein. Ihr habt keine Chance gegen uns. Uns? Meine geliebte Schwester, wir sind hier, um euch zu retten, um diesen bösen Zauber aufzuheben. Es gibt keinen Zauber. Eure Schwester ist aus freien Stücken hier. Sie hatte keine Lust, den Rest ihres Lebens Geschirr zu spülen und für einen senilen Greis die Schenkel zu spreizen. Genug der Lügen. Für die flammende Rose. Angriff! Oh. Wartet. Miau. Das ist kein Zauber im Spiel. Sag mal, alle beide. Nein, wir müssen eine Partei ergreifen. Sie hat recht. Hier ist kein Zauber im Spiel. Eure Schwester hat eine Wahl getroffen. Hexer, ihr habt euch eben euer eigenes Grab geschaufelt. Vielleicht habe ich tatsächlich eins ausgehoben. Aber nicht für mich. Angriff! Oh, ich entschied, die Vampire vom Huhn aus am Leben zu lassen. Ich muss entscheiden, wie ich den ich muss sie jetzt umbringen, ne? Ich würde sagen, oh, das ist cool, er ist rübergeflippt. Und jetzt machen wir den Gruppenkampfstil und legen einfach mal los. Na, komm. Irgendwie will Gruppenstil nicht so funktionieren, habe ich das Gefühl. Klappt nicht. Dann nehmen wir den schnellen und kümmern uns einzeln um einzelne Gegner. Alter, irgendwie trifft Geralt nichts. Geralt ist, mach mal hier. Na, komm schon. Na, das klappt doch. So viel Action. Oh je. Geralt malt wieder mit Blut. Oh. Na los, rauf auf den. Na komm. Oh, du auch noch. Ich muss echt gestehen, ich weiß nicht mehr, wie ich mich damals beim ersten Mal entschied. Ich erinnere mich auch nicht mehr überhaupt an die ganze Geschichte hier. Dass ich irgendwie heute nicht in der Lage bin, im Takt hier die Knöpfchen zu drücken. Oh, immerhin ein Stufenanstieg. Ah, los! Mach den Dicken hier auch noch kaputt, hilft ja nix. Wenn er nicht vernünftig sein möchte. Oh, lass mich den letzten Schlag machen. Okay. Na gut. Das ist eine gute Entscheidung. Diese Männer versprachen euch sicher Gold. Ich könnte euch eine Gewinnbeteiligung anbieten. Was jetzt? Jetzt? Das Geschäft wird weiterlaufen. Wir müssen nur die Leichen wegschaffen. Und das Mädchen? Die Kleine tut, was ihr gefällt. Sie soll sich erstmal ausruhen. Es gab also keinen Zauber? Woher soll ich das wissen? Ich habe keinen gewirkt. Zauber sind oft nur schwer von Faszinationen zu unterscheiden. Ich habe Menschen getötet. Dabei sollte ich Ungeheuer töten. Das kleinere Übel, Geralt. Ihr müsst es wählen, um das wahre Böse zu vermeiden, das im Dunkeln lauert. Ah. Ja, und das so... Das wird sich noch rausstellen. Naja, gut, das Geld brauchen die jetzt auch. Dürfen wir mit ihm spielen? Du sitzt in einer Leiche. Naja. Ich arbeite zu viel. Ich arbeite sehr schwer für mein Geld. Na gut.
Nehmen wir wenigstens noch das Zeug mit. Das brauchen die jetzt ja eh nicht mehr. Ah, ich bin mir aber noch nicht so sicher. Muss ich jetzt alles zugeben. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Entscheidung war. Ah ja. Gut, hilft nix. Ich habe hier noch mehr Überreste. Schwert des Ordens. Nee, danke. Kann ich mit dir noch irgendwas quatschen? Ihr wolltet mich etwas fragen? Mhm. Wer seid ihr? Ihr habt Ach nein, Wer seid ihr? Die Königin der Nacht. Ich lasse die Träume meiner Freier wahr werden. Stelle sie zufrieden. Und lehrt ihnen die Geldsäckel. Geldsäckel. Ich erfülle ihre Träume. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Und Träume sind unendlich kostbar. Das ist ja auch wieder wahr. Lebt wohl. Gut. So. Dann machen wir erstmal wieder einen Break, denn der Part ist mal wieder rum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich brauche eine Pause. Ja, ich sag doch, ich brauche jetzt auch eine Pause. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Schauen weiter hier im Händlerviertel herum. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Euer Blaufuchs.